Ja, hallo, ich bin Franziska Rubin. Ich war 25 Jahre im Fernsehen tätig und schreibe seit 14 Jahren Bücher. Und was ich auch sehr gerne mache, sind Vorträge halten. Das liegt einfach daran, dass man endlich mal die Menschen vor sich hat, für die man sich so vieles ausdenkt oder recherchiert oder schreibt. Und ich mache auch gerne was zusammen mit meinem Publikum. Das heißt, das sind entweder Übungen, wie man seine Lebensweise ändern kann, also von Ton, Kraft oder kleine Ideen, was man so täglich machen kann, bis hin Lebensmittel durchzuprobieren, wenn es zum Beispiel um das Thema geht, wie kann man mit der Wahl der richtigen Lebensmittel etwas Gutes bewirken für seine Gesundheit oder ihr auch sehr schaden. Ich kann auch schöne Anekdoten erzählen, natürlich viele aus Australien, wo wir 4 Jahre gelebt haben und weiß vieles über die Heilmedizin der Aborigines, die für uns durchaus sehr interessant ist in unserem hektischen Alltag. Und dann liegt mir natürlich sehr die Naturheilkunde am Herzen. Also für alle Erkrankungen eigentlich weiß ich zum einen, was die europäische Naturheilkunde zu bieten hat, aber auch andere Heilsysteme wie das Ayurveda zum Beispiel, die traditionelle chinesische Medizin oder die Osteopathie. Und mein großes Steckenpferd sind die Hausmittel. Also was kann ich selber anwenden? Wie kann ich selber mir helfen, um meinen inneren Arzt zu stärken? Sie sehen, es gibt vieles, was man gemeinschaftlich tun kann und vieles, was ich hoffentlich locker und unterhaltsam erzählen kann. Würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen.